So, dann machen wir heute eine schöne, wahrscheinlich kurze AK4-Runde. AK4 mit drei Ausschüssen, ein paar Unterausschüssen, einer Enquete-Kommission. Und zunächst würde ich die obligatorische Frage stellen, ob irgendwelche Anträge im Raum sind, über die wir noch sprechen sollten. Von mir aus gibt es nur, dass die Enquete-Kommission ja im Juli auf der TO steht. Ansonsten habe ich vor der Sommerpause nichts mehr. Es reicht auch. Da haben wir genug zu tun an Werbung machen und so. Ja. Von mir aus reicht das. Dass die Fraktion muss ja noch beschließen, oder vielleicht wollte er das auch gar nicht, der Klimaunterausschuss muss ja noch besetzt werden. Soll ich das jetzt mitmachen oder nicht? Weil er immer bis jetzt, bin ich da einfach immer mitgegangen, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich erstmal abwarten, ob ich das überhaupt machen soll und ob das diese zusätzliche Arbeit gewollt ist. Dann habe ich, das geht jetzt nicht, weil ich wusste ja nicht, dass Hans-Jörg heute nicht kommt. Ich wollte ja noch einen Anti-Atom-Antrag beziehungsweise in Gronau einen Antrag stellen, aber den will ich heiß und innig diskutiert haben, den mache ich nicht so und den ersten habe ich auch schon in der Schublade verschwinden lassen. Ja, das habe ich jetzt schon mit Carsten gemacht, aber wenn Hans-Jörg jetzt nicht da ist, also naja. Ich frage dich trotzdem ganz kurz, was hat das was zu tun, wo Hamm Üntrop mit dabei ist oder ist das was ganz, ganz anderes? Gronau-Urenco, die kriegen, wir haben ja jetzt immer kleine Anfragen gestellt und haben dann eine Antwort gekriegt, dass da jetzt, jetzt muss ich den Begriff nochmal raussuchen, so eine Begehung stattfindet, bevor das genehmigt wird. Das, da gibt es ein neues Lager für 60 Tonnen Uranoxid und da muss, bevor das genehmigt wird, macht die Landesregierung, das ist so ein blöder Begriff, vor Inbetriebnahme macht die eine Bauzustandsbesichtigung und die soll jetzt Mitte des Jahres stattfinden, also in diesem oder nächsten Monat. Und danach müssen die eine Genehmigung geben für das Lager. Das ist aber so ein ganz normales Lager für radioaktive Stoffe, was eigentlich ein bisschen schwierig ist. Und dieses Lager wird immer als Zwischenlager bezeichnet, ist aber im Grunde genommen, kriegen die immer eine Dauergenehmigung. Das heißt, sie dürfen das für ewig lagern. Und das ist den vielen Leuten irgendwie, es ist einfach ärgerlich, weil das unehrlich ist. Sie sollen sie sagen, sie dürfen dauernd da lagern, aber das wollen sie nicht zugeben. Und dann habe ich gedacht, eigentlich wollen wir das, den Laden ja sowieso dicht haben, da sollen die nicht noch eine Genehmigung geben für eine extra Lagerung. Und da jetzt ja auch noch eine Kommission eingesetzt worden ist, um die Entsorgung und Entsorgerlager zu finden, habe ich gedacht, wir schreiben einen Antrag, dass wir die Genehmigung für dieses zusätzliche Lager so lange aussetzen, bis diese Endlagerkommission ein Endlager gefunden hat. Oder aber, ich habe geschrieben, wir wollten überhaupt keine Genehmigung, solange es kein Endlager gibt, ne, und abwarten, was die Kommission, Endlagerkommission rauskommt. Oder man könnte sagen, man kann zeitlich befristete Lagergenehmigung geben, was sie aber bis jetzt nicht gemacht haben und wahrscheinlich auch nicht wollen, bis es ein Endlager gibt. Das wollte ich gern diskutieren, ob das überhaupt als sinnvoll angesehen wird, so einen Antrag zu stellen. Die Anti-Atom-Leute, die hätten das gern. Und ja, und die Inhalte natürlich. Aber das ist erst von letzter Woche, habe ich das gemacht, weil das ja so wegen diesem Katastrophenschutz so ein Larry in der Presse gegeben hat, womit ich nicht gerechnet habe. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass ich mich nochmal mit, wenn du dich mit Carsten unterhalten hast, dass ich auch nochmal Carsten frage, wie er es einschätzt. Ich kann das so jetzt nicht einschätzen. Generell bin ich dafür, solche Anträge durchaus auch mal mit einer Anhörung zu machen. Also nicht nur einfach abzustimmen. Solche Anträge, in der alles, was so in dieser Richtung ist, weil ich denke, dass da eventuell mehr rauskommt, also dass es sinnvoll ist, dass da außer der kleinen Anfragen, die ihr natürlich schon gestellt habt, man einfach noch viel mehr Input hat und diese kleinen Anfragen das noch verstärken. Eine Anhörung ist immer eine Nachricht wert auch, ne? Eine kleine Anfrage nicht unbedingt. Oder ein Antrag. Ich glaube, da könnte man was rausholen. Jetzt erstens für uns, zweitens aber auch für die Sache.
dass eine Anhörung sehr viel mehr Sinn macht, als einfach mal so im Plenum und weg. Ist nur so eine Anmerkung, wenn ihr euch darüber dann nochmal unterhaltet. Von mir. Ja. Gibt es sonst noch Anträge, die gerade in Vorbereitung sind? Natürlich am besten welche, die fürs Juli-Plenum noch vor der Sommerpause in Arbeit sind, wir hier besprechen können. Naja, habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich einen Antrag vorbereitet habe, wo es um Kryptographie geht, also im weitesten Sinne die Möglichkeit, verschlüsselte Kommunikation zwischen Bürgern und dem Land Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen und das Bewusstsein darüber zu stärken. Der ist in Vorbereitung, beziehungsweise er ist eigentlich schon relativ weit gediehen. Den habe ich auch schon mal rumgeschickt und in erster Runde Feedback dazu eingesammelt. Soweit in aller Kürze. Fragen dazu oder kann ich dazu irgendwas sagen? Gibt es noch Fragen? Ich habe jetzt keine direkt. Dann mal weitermachen. Wir haben es ja alle schon gesehen, insofern, oder zumindest die Abgeordneten haben es schon gesehen. Insofern ist ja gut. Sonst noch irgendwas, was wir heute als Anträge noch so pipeline-mäßig? Ne? Dann können wir kurz zu den Ausschussberichten kommen. Ich fange kurz an, ich habe einfach hier kopiert, was beim letzten Mal war, aber es gibt eigentlich nur zwei Dinge zu ergänzen. Wir haben am 26. Juni wieder Ausschuss, also Donnerstag. Das ist der einzige Tag, glaube ich, oder doch Montag auch, an dem ich hier im Landtag sein kann, sonst reise ich durch die Gegend. Da ist auch ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, deshalb sind alle dafür, dass es früh zu Ende ist. Und sogar die CDU hat keine Berichte eingereicht, sonst nehmen die immer gleich ein ganzes Dutzend. Wir haben trotzdem Bericht der Landesregierung angefordert, nämlich zum Thema Semesterticket im VHS, weil da Teilzeitstudierende kein Semesterticket mehr kriegen ab nächsten Semester. Und außerdem werden wir da natürlich über die Sturmschäden sprechen. Also Infrastrukturschäden durch den Sturm wird natürlich ein Thema sein. Deshalb wird der Ausschuss wahrscheinlich länger dauern, als den meisten lieb ist. Wir haben auch noch so ein paar Pflichtdinge da drauf. Ganz viele Gesetze und Sachen, die zurückkommen. Anhörungen hatten wir, die Infrastrukturanhörung zum Thema ÖPNV-Finanzierung. Die Statements sind klasse. Die kann man sich wirklich durchlesen, wenn man sich dafür interessiert. Und ich habe die auch schon am Samstag mit auf eine Veranstaltung in Frankfurt sozusagen als Empfehlung mitgenommen, wo ich auch unsere Enquete beworben habe. Das war eine Veranstaltung, geht so von den Linken aus organisiert, also die Veranstaltung ursprünglich ist von den Linken organisiert, fahrscheinloser ÖPNV hieß die, also unser Wording. Aber es waren sehr viele Initiativen und sowas vor Ort und es endet dann auch mit einem, sagen wir mal so, parteineutralen oder parteiübergreifenden Vernetzungstreffen, wo dann auch die Bundestagsabgeordnete der Linken auch gar nicht mehr dabei war. Das war ergiebig. Und wir konnten eine Menge mitnehmen, beziehungsweise eine Menge auch da lassen, was wir so tun. Es waren viele Piraten aus dem ganzen Bundesgebiet da, also relativ gesehen, die dann auch ihre Projekte aus Mainz oder Bremen oder so vorgestellt haben. Sehr schön. Es gibt auch eine Gruppe, die dann an dieser Vernetzung dranbleibt, was ÖPNV und fahrscheinlosen ÖPNV, auch Sozialticket und so weiter betrifft. Ja, und da kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt noch eine weitere Anhörung, immer noch am 1. Juli, Thema Sozialticket steht an. Und das ist doch ein schöner fast Jahresabschluss, bevor wir dann das Plenum haben. Damit wäre ich soweit durch, dazu fragen. Sag nochmal den Termin, also 25. oder 26. Ausschuss? 26. Juni, also Ausschuss. Und 1. Juli ist Sozialticket-Anhörung. Gut, dann kommen wir zu A17, Verbot, Haltung von Delfinen und so weiter. Wir hatten ja ewig keine Sitzung und die nächste ist dann nächste Woche wieder.
Und da habe ich eben auch erst gesehen, das ist jetzt unser Verbot der Haltung von Delfinen Antrag. Das heißt, das Anhörungsprotokoll wird jetzt dann wahrscheinlich auch vorliegen. Und das nächste Thema ist die Anmeldung zum Rahmenplan 2014 bis 2017 nach § 7 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, kurz GAK. Fragt mich nicht. Dann gibt es zwei Berichte der Landesregierung. Einmal zum Brand auf der Schrottinsel in Duisburg, Ursachen mögliche Gefährdung der Bevölkerung und Krisenmanagement. Wird wahrscheinlich wieder kommen, Sie haben alles im Griff und alles ist gut. Dann kommt der Sachstandsbericht zur Erschließung von grenznahen Schiefergasvorkommen in den Niederlanden. Das ging ja auch durch die Presse und dass unsere Landesregierung da schon Veto versucht einzulegen bei unseren Nachbarn, dass sie das nicht so toll finden. So, dann kommt unser Antrag, das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen, TTIP, läuft nordrhein-westfälischen Interessen grundsätzlich zuwider. Da werden wir uns vielleicht auch noch mal kurz vorher absprechen bezüglich irgendwelcher Beiträge oder so. Und dann noch der CDU-Antrag Perspektiven für den kommunalen Wirtschaftswegebau schaffen, wird behandelt. Ansonsten sind keine weiteren Anhörungen im Moment jetzt vor der Sommerpause geplant und ich meine danach auch nicht. Und Unterausschuss Klimaschutzplan, könnte jetzt eigentlich nur der Dannebott was zu sagen oder Heidemarie, weißt du da was? Nee. Gut. Ja. Hallo. Das war's. Gut, sonst noch Fragen dazu? Ich habe jetzt keine. Dann können wir uns noch mal gucken, was A18 so macht. Wer von euch möchte? Dreimal einen Termin gehabt ohne. Ja, dreimal in AK. Achso. Okay. Ihr habt immer noch die Elektromobilitätsanhörung demnächst und ich bin nicht da, aber es wird bestimmt spannend. Gut. Bergbausicherheit oder Enquete was? Kai? In beiden Fällen nichts Großartiges, Berichtenswertes tatsächlich. Also das übliche Zerren im Bergbauausschuss, da kriegt man halt, glaube ich, weiß ich nicht, ob das in anderen Ausschüssen ist, auch so ähnlich ist, aber da kriegt man halt die meisten Zuschriften und Anfragen zu Terminen. Da erzählen einem die Bürger immer sehr viel, wie man von Bergbauunternehmen behandelt wird. Aber so bahnbrechendes Neues gibt es da eigentlich nicht zu berichten. Und dieses Ding. Okay, dann habe ich auch keine Fragen dazu. dann sind wir heute sehr schnell gewesen, wenn wir jetzt nicht noch etwas haben. Wir hätten noch, sogar bevor Daniel weg muss, noch ein bisschen Zeit. Wenn noch was anliegt. Ich würde mal fragen wollen, ob es nicht sinnvoll erachtet wird, mit einem anderen AK den Termin zu tauschen, weil durch den Klimaschutzplan fehlt Dänebot regelmäßig in diesem Ausschuss, was ich eigentlich schade finde, in diesem AK, was ich eigentlich schade finde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mit dem AK danach tauschen zum Beispiel am Montag, finde ich, eine Option, dann ist auch der Vorstand nicht immer im Zeitverzug dazu. Ich würde das begrüßen, weil wir beide auch immer auf dem heißen Stuhl sitzen, weil wir fast nie irgendwie vor 12 mit der Vorstandsrunde zu Ende sind. Und ich finde das eigentlich auch immer sehr unschön, auch euch gegenüber, dass wir regelmäßig hier zu spät in den AK kommen. Und die 15-Uhr-Termin wird mir auch sehr entgegenkommen. Wir hatten das ja schon mal besprochen und haben damals gesagt, war übrigens, glaube ich, auch das, was in Dannebott gesagt wurde, ja, es gibt immer ungünstige Sachen. Wir lassen das jetzt mal so liegen. Das trifft die Klimaschutzdinger, treffen ja tatsächlich, glaube ich, nach der Sommerpause. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es war irgendwie so, vor der Sommerpause war das ein paar Mal. Und nach der Sommerpause ändert sich irgendwie der Takt und dann sind wir fast nie mit Klimaschutz. Erstmal monatelang bis Ende des Jahres im Konflikt. Also sprechen wir nachher Sommerpause noch.
Also müssten wir dann eigentlich so für nächstes Jahr darüber sprechen. Ich kann aber gerne auch gleich heute den anderen AK fragen, wie er zu einem Tausch stehen würde, wobei der ja jetzt auch einen anderen Rhythmus hat und sowieso auch wiederum nicht immer mit uns in der gleichen Woche liegt. Aber dann zwei AKs gleichzeitig geht ja eh nicht, schon allein wegen des Raums. Insofern, ich kann ja heute Abend gleich mal, also heute Abend, also um 14.30 Uhr, wenn es ja fast abends ist, den anderen AK fragen, wie er es hält. Also an mir soll es nicht hängen, wenn wir das nachmittags machen. Finde ich auch okay. Also. Ja, 14, der Termin wäre dann 14.30 Uhr. Also der andere AK-Tag 14.30 Uhr. Ich würde diesen Termin dann auch für diesen AK hier nehmen. Dann hätten, wären halt die Referenten, könnten dann halt, wenn wir lange tagen, gleich sitzen bleiben. aber das ist ja jetzt bei dem anderen AK auch so. Ja. Dann halten wir das mal so fest. Ich schreibe das jetzt gleich dann noch rein, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, den dann doch noch mal zu tauschen. Weil es ein bisschen, weil es aus diversen Gründen ein bisschen ungünstig ist, der Termin. Langfristig oder mittelfristig stand ja auf dem Plan, die AKs nochmal generell neu zu sortieren und nicht mehr direkt an den Ausschüssen zu orientieren, weil sich abgesehen von diesem AK, wenn ich das richtig verstanden habe, die und auch der AK 3 durchaus, die immer zu weit, die haben sich immer so, die Ausschüsse waren so weit auseinander, dass sie so wenig gemeinsam diskutieren konnten und ihre eigenen kleinen Runden haben. Und andererseits wir themenübergreifende Sachen, die wir auch unsere Kernthemen schimpfen, dafür kalt. Dann immer die Frage ist, in welchem AK. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier darüber diskutieren oder eine Meinung festhalten sollten. Ich habe bisher den Eindruck gehabt, dass wir hier zwar heute vielleicht mal eben schnell durchhecheln und nichts Wesentliches auf der TO haben und schnell wieder raus sind, aber dass wir generell hier die Möglichkeit haben, Anträge auch zu besprechen und dass das auch eigentlich ganz gut funktioniert. Bisher, insofern wir jetzt nicht das forcieren müssen, dass das schnellstmöglich anders sortiert wird. Also von unserem AK aus. Ich habe da persönlich erstmal nichts gegen, wenn was neu organisiert wird, wenn es bei anderen AKs nicht so gut läuft. Und dann ist dieser AK natürlich betroffen, aber wir haben hier, glaube ich, erstmal kein Problem. Also zumindest ist das bei Danebot, weiß ich, dass er das besser findet, wenn der AK so stehen bleibt. Also mir geht es eigentlich nur darum zu fragen, ob unser AK so weit thematisch richtig ist. Gut, ich sehe zumindest keine Widerrede. Haben wir sonst noch was? Stand hier die Breitbandförderung heute auf der? Die Breitbandförderung hatten wir heute nicht auf der TU. Herr Remmel möchte die Breitband. Bezieht sich auf das Programm ELA. Ne? Ja, das Problem des Programms ELA ist, dass als Breitband ausgebautes Gebiet schon was gilt, was 2 Mbit hat. Insofern. Ja, ne? Zweifellos. Okay. Problem halt ist, dass um etwas zu fördern, ein Gebiet, darf der Ausbau an dem Bereich eben unter 2 Mbit nur sein. Dann kannst du da auch Glasfaser verlegen im Grunde. Ne? Nur damit fallen natürlich so ländliche Gebiete schon oft raus, weil da schon 2 Mbit zur Verfügung stehen. Und das ist ein Problem der Förderbedingungen von ELA. Die müssten eigentlich total geändert werden, diese Förderung. Insofern wird das auch kaum abgerufen, weil es kaum noch Gemeinden gibt, wo nicht wenigstens 2 Mbit zur Verfügung stehen. Ja.
Wenn die um diese Förderbedingungen rumkommen, dann wäre das eine tolle Sache. Ja. ELA ist bunt. EFRE ist das ja und EFRE geht durchs Wirtschaftsministerium. Insofern, damit hat es nichts zu tun. Okay, gut. Ja, das wär mal interessant. Aber es ist immer noch ein Ding, warum Breitbandförderung im Landwirtschaftsministerium ist. Ja. Gibt es noch Fragen zu ELA oder zu sonstigen Dingen? Du hattest vom Wochenende schon berichtet, oder? Ich habe vom Wochenende kurz berichtet, dass ich in Frankfurt war und dass das gut dort gelaufen ist und wir viele Leute kennengelernt haben und uns viele Leute jetzt auch kennen, die vielleicht aber uns schon vorher kannten, aber nicht so wirklich. Ein Gesicht hatten und wussten, was wir genau tun. Ich glaube, das ist jetzt gut rübergekommen. Übrigens waren, das setze ich jetzt noch nach, also neben lokalen, also neben ganz vielen Initiativen und natürlich den lokalen Piraten aus verschiedenen Städten, vor allem aus Hessen und Rheinland-Pfalz, weil die um die Ecke waren, waren auch die Saarländer-Fraktion Abgeordneter Brutzler Referent vor Ort. Und das heißt, wir konnten da mit denen auch noch mal ein bisschen uns unterhalten, weil die haben wir jetzt auch schon ein paar Wochen nicht gesehen zum Thema. Aber wir haben eine ganz gute Vernetzung dort. Heiner Monheim hat noch mal unsere Enquete-Geschichte unterstützt, indem er gesagt hat, wie wichtig das ist in NRW und was man damit alles tun kann und dass das was Gutes ist. Ja. Alles hübsch soweit. Und ich halte auch die Bundestagsabgeordnete, die verkehrspolitische Sprecherin der linken Fraktion im Bundestag, für ganz kompetent und ganz fähig, auch solche Sachen zu organisieren, ohne nur die Linken im Blick zu haben. Das hat er ganz gut gemacht. Wie gesagt, er hat nachher Raum gelassen, dass sich Initiativen vernetzen können, ohne dass Linke groß dabei waren. Im Gegenteil, das war dann nachher eher piratenmäßig gut besetzt anstatt linkenmäßig. Und dann, ja, ab und zu, vielleicht das am Ende, ab und zu an zwei Stellen nämlich meldete sich auch jemand von den Grünen und das war in der Vorstellungsrunde der Sachen, der Initiativen dann am Ende besonders interessant, meldete sich von den Grünen, ja, auch wir von den Grünen sind noch dabei, wir haben jetzt in Berlin bei einer Landesdelegiertenkonferenz mal einen Beschluss gefasst, dass wir das auch gut finden. Und schon erschreckend, dass wir Grüne da waren, aber so in der, ansonsten, bis auf diese eine Sache mit der Landesdelegiertenkonferenz in Berlin, also nichts, keine Initiative oder keine Aktion, nichts da.